Jo. Ja. Das ist jetzt so krank, oder? Oh, der ist schwer wie Sau. Jetzt nicht dein Ernst. Was ist das denn? Jetzt wie ich ein Fisch? Ja. Also wenn das jetzt ist, ne, dann kann ich nicht mehr. Scheiße. Ja. Das kann ich gar nicht glauben. Ey. Machen wir heute, Mausi? Ja, so ganz genau weiß ich das auch noch nicht. Ich weiß nur, was ich einpacken musste. Was musst du einpacken? Brandungsruten und Garnelen und Tauwürmer. Garnelen, Tauwürmer, Brandungsruten. Es geht bei uns in den Hafen. Wir wollen heute mal bei uns im Hafen ein bisschen Brandungsfischen. So richtig Brandungsfischen ist es natürlich nicht. Aber wir haben dort einen schönen Fernleger, eine sehr, sehr tiefe Stelle. Die Flut kommt jetzt bald in 2-3 Stunden. Und wir machen ein schönes Catch and Cook. Ob wir was fangen, das kann ich natürlich nicht versprechen. Aber wir haben auf jeden Fall Fisch mit, den wir braten werden. Und zwar von Rügen. Diese wunderschönen fetten Barsche. Die sollen heute in die Pfanne gehen. Und nebenbei wollen wir versuchen, mit der Brandungsrute ein bisschen was zu fangen. Euch auf jeden Fall viel Spaß im Video. Jetzt geht's los. Bis gleich. Tripod und Brandungsausrüstung gleich schon mal rausholen. Ich kann euch schon mal die Stelle zeigen, wo wir fischen werden. Nordseegewässer, Emsdollardfluss. Wasser ist da. Wir werden auf der rechten Seite angeln. Da ist immer Wasser vorhanden. Das ist die Fähreinfahrt. Hier wird alles Handelsmögliche verschifft. Und ja, dort haben wir sehr, sehr tiefe Stellen. Ist ewig lang her, dass ich da war. Aber hier werden wir es heute mal probieren. Wittling, Plattfische ging eigentlich immer. Mal gucken, was hier heute passiert. Ja, ehrlich gesagt, auf dem Weg hierher war windstill. Sobald man hier am Deich ist, übelster Wind. Zum Glück haben wir den im Rücken. JJ hat den Stuhl vergessen. Aber wir haben hier noch einen Eisenstuhl. Den können wir auf jeden Fall benutzen. Wir haben ja Thermosachen an, das sollte gehen. Der ist gemütlich, ich saß da auch schon ein paar Mal drauf. Dann vielleicht den Schirm noch dahinter aufbauen. Schirm? Ja, nicht Schirmzelt, nur Schirm. Willst du rechts oder willst du links angeln? Okay. Dann bauen wir hier unser Camp auf jeden Fall auf. Kochgeschirr und alles ist dabei für unser Catch and Cook. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen frischen Fisch, den wir auch noch in die Pfanne hauen können. Dabei als Köder haben wir Garnele, Tauwurm und Hering, den wir auch noch von Rügen mitgebracht haben. Den können wir theoretisch auch noch essen, ist ausgenommen und alles. Aber erstmal dient er als Köder. Ich würde sagen, wir bauen jetzt langsam auf. Schon mal das Tripod hier. Tripod stellen wir hier so in der Mitte. Ja, es nieselt auf jeden Fall, aber es kann auch nur Kondens von den Wolken sein. Ne? Wir sollten auf jeden Fall den Schirm noch holen. Geil. Und mal gucken, ob es hier noch Fische gibt, Freunde. Ja, ich hoffe, wie Sau. Du hast ja keine Mütze auf. Also keine. Nee, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dass das ja kalt werden könnte. Mir war das hier das Problem. Ja. Da laufen erst in den Schirm. Willst du ihn holen? Ja, geil. Ich baue schon mal langsam alles auf. Boah. Das denn? Ah ne, das gehört. Okay, ich verstehe. Ja. Ich freue mich schon auf Barsch. Ja, natürlich, du ne? Schön lecker Barschfilet. Die sind ja perfekt filetiert von mir und Remo. Da ist nichts dran, das ist wie ein Steak. Oh, geklemmt. Ja. Dann bis gleich. Ne? Ja, ehrliche Ostmann-Gewürz, ich freue mich da auch so drauf. Leute, wenn ihr das noch nie gegessen habt, holt euch das. Das ist wirklich das feinste Gewürz fürs Angeln. Aber das ist hier, ne? Ja. Bis gleich. Schön Tripod hier. Dass unsere Ruten gleich auch schön stehen. Zack. Kann man ein bisschen weiter raus hier. So.
Ja, wir haben hier Rasenbefestigung, das heißt, wir können hier so ein bisschen reinstecken als festen Halt. Das reicht vollkommen aus, da brauchen wir kein Gegengewicht heute. Zack. Hier hinten noch mal ein bisschen rein. Ja, da müssen wir erstmal das andere Teil anbringen. Oh, und für mich mittlerweile essentiell geworden, Freunde, sage ich euch ehrlich. So ein Tripod beim Brandungsangeln ist einfach geil. So, stecken wir den ein bisschen rein. Das Ding ist fest. Da kommen zwei Routen raus. Vielleicht da rechts noch eine hin, da links noch eine hin. Und dann kann es losgehen, ne? Ich baue schon mal hier dieses Geschirr auf. Können wir vielleicht auch hier einbringen. Ja. So. Geil, Leute, geil. Ein paar Brandungsrouten sind mit am Start. Dann gucken wir mal, was wir gleich ins Wasser bringen. Gleich noch einen schönen Regenschutz dazu. Scheint ein bisschen zu nieseln. Aber das hält uns Angler ja nicht davon ab. Paar schöne Fische zu ziehen, ne? Ist nicht ganz so gut, der ist gut, das passt. Ja, Routen bis 300 Gramm haben wir heute dabei, ist vollkommen ausreichend hier. Wir haben hier keine heftigen Strömungen, hoffe ich zumindest. Ich baue jetzt schon mal die erste Brandungsroute auf. Da ist noch ein Buntlöffelsystem dran mit Paternoster Rig oder halbes Paternoster Rig, ein Haken unten, ein Haken oben, bisschen Perlen mit dabei. Und ja, das Schollenblei, was sich in Bewegung versetzt, das soll sogar so ein bisschen über den Grund treiben, um die Plattfische zu animieren, an den Köder anzubeißen. Ich baue schon mal auf und dann gucken wir gleich mal, was wir fangen können. Da drauf habe ich eine 5000er Rolle mit einem großen Spulenkopf, damit das Einkurbeln nicht ganz so lange dauert und damit wir auch schöne weite Würfe machen können. Da drauf ein 20er Geflecht. Ist auch essentiell, falls mal irgendwo hängen bleibst oder so, dass du ja, den Hänger auch rausbekommst. Das System zeige ich euch gleich mal. So. Alles ein bisschen sperrig und groß, aber funktioniert gut. Wir fangen erstmal mit dem Tauwurm an und dann gucken wir gleich mal, dass wir ein paar Garnelen drauf kriegen. Hier ist einmal das Vorfach. Damit starten wir. Ein 120 Gramm Buntlöffel, da drauf schöne Schollenhaken, langschenklig und ein paar Perlen. Das mögen die Fische. So, nun gucken wir mal. Ziehen wir uns erstmal einen Tauwurm auf. Hier sind übrigens die Heringe. Hier sind unsere Barschfilets zum Essen. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Hier haben wir noch Garnelen. Und natürlich nicht zu vergessen unsere Tauwürmer, die wir jetzt als erstes fischen werden. Schon mal ein paar Tauwürmer aufbringen. Ich fange erstmal mit einem Tauwurm an. Das sollte auf jeden Fall reichen. Wurmnadel brauchen wir hier nicht. Tauwürmer laufen nicht aus. Besser sind meistens Wattwürmer, weil die an die Gegebenheiten, an das Salzwasser hier gewöhnt sind. Aber es war eine sehr spontane Aktion. Dafür gibt es nachher ein schönes Catch and Cook. Wir wollen einfach nur ein bisschen entspannt angeln. Euer Sonntagsvideo drehen. Und natürlich auch mal wieder an der Stelle, wo wir schon ewig lang nicht mehr waren. Das ist natürlich auch geil, ne? So, dann ziehe ich mir den Wurm hier so ein bisschen auf. Könnt auch ruhig mehrmals durchstechen, dann hält er ein bisschen besser auf dem Haken. Geruch hat er, Attraktion durch Perlen und Plattfischblei, das sollte ausreichen. Erste Route ist schon fertig. Erstmal die Ruten rein, dann später noch ein paar Glocken anbringen und dann sollte das eigentlich alles ganz gut sein. Geil. Ja, ist ein schöner Wurf. Rund 50 Meter. Absacken lassen. Route einbringen. Mal gucken, wie sich das Ganze verhält da auf dem Grund. Sehr schön, ich freue mich.
Ich glaube, er ist auf dem Grund angekommen. Ja. Strömung ist auf jeden Fall da, das ist gut. Jetzt lassen wir ihn einfach mal ablaufen und gucken, ob wir ein paar Bisse kriegen. Was für Fischarten sind hier möglich? Wittling, Stinte, Schollen, Klieschen. Ja, Aal und sowas ist natürlich auch da, nur zu dieser Jahreszeit nicht. Wir sind jetzt mitten im November, es ist mega kalt draußen. Ja, heute 8,5 Grad, das geht eigentlich. Und wir wollen einfach mal schauen, ob wir hier ein paar Fische ans Band kriegen. Wir waren ewig lange nicht mehr hier, aber ich habe hier damals auch ein paar Wittlinge und ein paar Plattfische gefangen. Sollte uns eigentlich nichts im Weg stehen. Köder haben wir auch genug da und ich freue mich, gleich ein bisschen was zu essen. Schöne Barschfilets von Rügen. Wir bauen jetzt erstmal die Routen hier zu Ende auf. Die nächsten Routen gehen rein und dann sehen wir uns hoffentlich bei ein paar Bissen oder bei ein paar Bissen von uns. Ein bisschen hin und her laufen ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Wenn es wirklich kalt wird. Ja, dann ist es warm. Ist doch gut windig hier, Alter. Hätte ich nicht mit gerechnet, wa? Oh, Drachen steigen, oha! So. Wo ist denn der? Das ist. So steht er nicht so geil. So, das geht. Und rein damit. Ja, das ist doch ein guter Windschutz. Das fühlt man direkt. Dann hier bauen wir jetzt die restlichen Routen auf. Dann machen wir uns hier einen chilligen. Bisschen Entspannung brauche ich gerade. Letzte Tage waren sehr, sehr stressig, Alter. Und dann wird schön gegessen. Bis! Nee, Spaß. Essen, Tee ist gut. Kaffee. Und, ja. Ja, ich wäre auch gerne auf die Mole gegangen, aber ganz ehrlich, erstmal können wir da das Camp nicht so schön aufbauen, wie wir es jetzt hier haben. Und zweitens steht da ein neues Schild, Betreten der Mole verboten, Lebensgefahr, Niedersachsen-Ports. Und ja, wir wollen uns ja nicht gleich wieder in die Zone begeben, dass es Stress gibt. Deswegen bleiben wir direkt hier. Ja, mal so. Eigentlich wollen wir das schon gerne, aber wir tun es nicht. Ja, also, richtig. Weil man es nicht macht. So, aber man will natürlich da hinten lieber hin. Aber es ist trotzdem gut hier. Ich denke, wir können hier auch was fangen. Hier haben wir auch damals was gefangen. Ich bin echt gespannt, ne, ob die Wittlinge auch da sind. Ja. Und hier, ne? Das vielleicht ein Stint? Ja. Der schöne Gurkenfisch? Ja, ist das hier. Also hier. Mhm. Ja, dann lass die nächsten Routen aufbauen. Der war auch draußen, der Fischkutter. Da würde ich auch gerne mal mitfahren, ne? Das wäre schon auch eine interessante kleine Mini-Doku. Ein Tag wir beide mit auf dem Fischkutter. Bisschen anheuern, bisschen mithelfen. Da müssen wir uns erstmal echt mal Kontakt herstellen. Leute, wenn ihr da draußen seid und einen Fischkutter besitzt und uns gerne mal mitnehmen möchtet, um zu zeigen, was ihr für ein Handwerk dort verrichtet, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. JJ und ich sind dabei. Wen denn? Ja, stimmt. Heiner. Heißt er nicht Heiner Thun? Heißt er Heiner Thun? Ich bin mir gerade nicht ganz 100%ig. Der Name und ich ist ja so eine Sache. Schreib rein, Leute, wer von euch besitzt einen Fischkutter? Wir wollen mit. Weil die haben doch einen, die fahren doch immer. Auch hier, ne, auf unserer Nordsee? Ja. Ja. Und die. Schreib's rein. Weiter. Ja, Grüße auch zurück an Birger und Remo. So, ich hole mir jetzt schon mal ein paar Garnelen hier drauf. Sind sehr, sehr weich, sind gekochte Garnelen, aber wir haben Baitband dabei. Damit können wir die gut fixieren. Weiß noch Norwegen damit. Das hat so Bock gemacht, ne? Junge, Junge, Junge. Ja. Ist schon was ganz anderes, ne? Ja. Aber nun sind wir zu Hause, dann müssen wir es auch hier probieren. Das wird schon irgendwie gehen. Boah, die sind so weich, die kannst du gar nicht anködern. Ne. Zerfallen sofort. Na, ich probiere mal einen. Schmecken gut. Machen wir die gleich nochmal eine Pfanne sonst. Haben, ne? Ja.
echt schwierig, die dann zu ködern. Da geht gar nichts. Aber lecker sind sie, wa? Aber da sind die dickeren, die Gummer. Ich habe jetzt ein paar dickere, die sind ja stabil. Jetzt kann ich mal ein paar drauf machen von. Machen mit dem Baitband hier, dann geht das schon. Das sieht doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Zack. Boah. Guck mal, was die Fischis da zu sagen hier. Und wenn die Fische da nichts zu sagen, dann sagen wir da auf jeden Fall was zu. Geschmack zusammen mit Barsch so drauf. Ja. Sehr gut. So. Ich kann wieder ein paar probieren. Was? Soll ich einen Wurf machen, der Ding? Oh. Könner, Macher, das wird schon. Schön befestigen alles, damit es nicht gleich abfällt beim Wurf. Das sind natürlich Gewaltauswürfe, die wir hier machen. Das sieht doch lecker aus. Wenn ich einen Fisch wäre, würde ich den nehmen. Fertig. Hier 200 Gramm Paternoster System. Ist eigentlich eine Dorsch, ist eigentlich ein Dorschvorfach. Aber es tut der Sache keinen Abbruch ab. Ganz im Gegenteil, wenn die Köder ein bisschen höher stehen, haben die Fische, glaube ich, mehr Chancen, den Köder auch zu sehen, als wenn er auf dem Grund liegt bei den ganzen Plankton und so. Ja, ja, die Flug kommt jetzt. Ist auch schon soweit? Mausi, Petri, heil. Ich hoffe, wir kriegen was. Ja, irgendwie was. Egal was. Auch für Hai, ne? Ja. Damit ich weiß, ne? Sehr schöner Wurf. Jetzt lass ich mal runtergehen hier. JJ mit der anderen Montage. Spismus! Geil. Ist einfach ein geiles Panorama auch hier, ne? Auch wenn wir nichts fangen. Sieht schön aus hier. Rin damit. Auch ein sehr schöner Wurf. Das sollte vollkommen ausreichen, Mausi. Hast du Bock? Ich auch. Ja, wenn der erste Wurf der gut ist für mich schon. Ja. Ja, Routen sind drin. Eine Route muss JJ noch reinbringen. Die mag nah, oder soll ich? Okay, mache ich die auch noch fertig hier. Boah. Weiß ich nicht. Sieht gut. Einmal gut durchgebogen. Ja, letzte Route geht rein. Vier Routen haben wir drin. Zwei Buttlöffelmontagen, zwei Krallenbleie. Bis jetzt ist Tauwurm und Garnele dran und ja, wir lassen jetzt gleich den Hering noch ein bisschen auftauen. Dann werden wir wahrscheinlich noch mit Heringsfetzen arbeiten. Das ist auch ein sehr, sehr guter Köder für Plattfische. Aber als allererstes muss jetzt die Flut mal richtig reinkommen. Man sieht schon das Wasser schon ein ganzes Stück näher. Und wenn die richtig da ist, dann könnte es auch sein, dass wir unsere ersten richtigen Bisse kriegen. So, Route Nummer 4, die haue ich da irgendwo hin, nicht so weit. Jo. Krass. Krass. Das ist echt krass. Wie kann das denn, Alter? Ja, da jetzt, deswegen.
Und das ist ja noch nicht mal, das ist eine Rute bis 300 Gramm und das waren nur 100 Gramm Blei. Das ist krank, da muss ich den Knack weggehabt haben. Da ist die Magna Gorn. Haben wir noch eine Rute? Nö. Dann wird nur mit drei Routen gefischt. Knack hat's gemacht, Freunde. Die ist auch knack abgebrochen. Die ist glatt abgebrochen, ja. Krass, Wahnsinn. Vielleicht von den Haien aus Norwegen. Aber eigentlich nicht, ne? Die hat ja so jetzt auch noch mitgehabt und so. Ja. Nicht? Das waren ja keine Monsterfische. Das ist natürlich jetzt ärgerlich und schade. Mies, ey. So ist das im Leben. An so einer Stelle, da habe ich, weißt du, man, da hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Das ist ja eigentlich schon ein stabiles Teil, das ist jetzt. Ja. Das ist jetzt aber krank, oder? Ich glaube, ich habe einen Drang. Das wäre jetzt aber... Junge, willst du mich verarschen? Das wäre... Eingetrocknet, der ist schwer wie Sau. Jetzt nicht dein Ernst. Was ist das denn? Ja. Jetzt wirklich ein Fisch? Ja. Also wenn das jetzt ist, ne, dann kann ich nicht mehr. Scheiße. Ja. Das kann ich gar nicht glauben, ey. Junge, was ist das denn? Doch, Wettling. Wettling. Wie crazy ist das denn jetzt? Und nur weil du die Rute in der Hand hältst, weil wir noch hab so verwirrt Biss sind. Was ein heftiger Biss, Alter. Wir haben noch was zu essen. Fisch Nummer 1, Freundin. Schönen Wittling, den wir in eine Pfanne hauen können. Wie krass ist das denn? Erst die Rute gebrochen. Ich reagiere darauf, was passiert. Und genau in dem Moment, wo ich darauf reagiere, ihr mein Gesicht seht, kriege ich auf einmal ein richtiges Tocken rein. Tuck, 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 tuck. Oh, ich bin vorgespannt, wie das aussieht, weil ich war jetzt so perplex. Ich dachte, du verarschst mich schon. Nee. Weißt du, wie heftig das getockt hat, Alter? So wie ein Vorsand, Junge. Krank. Wahnsinn, das ist der erste Wildling. Die gebrochene Rute bringt noch einen mit, ey. Aber was für ein krasses Ding. Meinst du, können wir noch mal kleben oder was? Nee, aber abschneiden oben und dort mit angeln. Ja, wir versorgen den Fisch. Am Rand. Dann, ja, zeige ich euch den. Das ist ja krank. Verrückt, hier sind die Wittlinge da. Sag ich doch. Wie geil ist das? Müsst du eigentlich da sein. Wie geil. Auf jeden Fall ein dickes Petri. Petri, danke. Ist danke, Magna. Ist ja noch nicht mal Flug, ne? Ich zeige ihn euch gleich richtig. Den essen wir auf jeden Fall. Da haben wir den ersten Nordseeräuber. Ein wunderschöner Wittling, wa? Wie geil ist das denn, Freunde? Zwar ist meine Magna gebrochen, meine wunderschöne Hai-Route für Norwegen. Aber nicht verzagen, einfach kurz warten und dann beißt schon der erste Räuber. Ja, wir hatten es gerade noch über kuriose Geschichten, was immer so beim Angeln passiert. Und genau in dem Moment passiert wieder so eine kuriose Geschichte. Rute bricht, Rute geht auf den Grund, direkter Biss, Raubfisch, Wittling. Ich habe jetzt die Spitze hier ein bisschen abgebrochen. Jetzt kann sie ihre letzten Dienste für heute erweisen. Dann wandert sie leider in den Müll. War eine sehr, sehr schöne Rute. Wundert mich sehr, dass sie jetzt einfach so gebrochen ist oben an der Spitze. Das ist eine 300 Gramm Rute, das darf eigentlich nicht passieren. Aber gut, bin ich ja gewohnt. Bisschen Kummer. Dafür habe ich meinen ersten Fisch. Da liegt er. Da ist ein neuer Tauwurm drauf. Noch ein extra. Und ich habe ja noch nicht mal einen Gewaltauswurf gemacht. Ich habe extra gesagt, ich werde die hier vorne hinlegen. Das war ein ganz normaler Wurf. Das ist 100 Gramm nur, ja. Auf eine 300 Gramm Route. Das darf gar nicht passieren. Aber diesmal wirklich nicht. Nee. Dann passiert das, ne? Ich werfe 50 bis 80 Gramm Blei mit meiner Finesse, die nur bis 40 ist. Kein Problem. Und jetzt bricht hier bei 100 Gramm auf eine 300 Gramm Rute die Spitze. Naja, geht jetzt nochmal rein. Gucken, ob man noch werfen kann. Ja. Ein bisschen aktiv auf Wittlinge, oder? Gucken, ob noch einer beißt. Dann müssen wir gleich die anderen Routen auch mal kontrollieren. Einfach mal abwarten.
Ärgerlich. Naja, so ist das manchmal beim Angeln. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Routen sind jetzt erstmal drin. Drei vernünftige Routen, eine abgebrochene Route. Ein Fisch haben wir schon gefangen, das heißt, unser Tagesziel haben wir auf jeden Fall schon erreicht. Und wie ich auch gesagt habe, Wittlinge müssen am Start sein. Sie sind es auch. Den werden wir auf jeden Fall heute frisch in der Pfanne zubereiten, zusammen mit den Barschen. Vielleicht noch ein paar Garnelen rein als Geschmacksträger. Und ja, ich freue mich schon auf Essen. Kontrolle hier auf der Demon Slayer. Die hängt ja jetzt schon relativ lange drin. Einfach mal gucken, ob da irgendwas passiert ist. Ja, ab und zu kontrollieren ist wichtig. Wie gesagt, es sind keine Salzwasserköder hier, die Tauwürmer. Die müssen ab und zu mal gewechselt werden, ne? Ist aber nichts gewesen. Außer Seetang. Und ein bisschen Verhedderung. Oh, der Wurm geht aber noch. So schlecht ist er nicht. Kann die wieder rein. Hier könnte vielleicht irgendwas gewesen sein. Ein bisschen vertüdelt. Wieder rein damit. Jo, der war um einiges weiter als der erste Wurf. Lass ihn mal da drinnen rumtüdeln. In den Wellen und in der Strömung. Mal gucken, ob noch was einsteigt. Schöne kleine Krebse. Krebse. Ja. Guter Dorschköder. Das ist richtig lethargisch. Sind das dann die, ja, werden die aus dem Tropen oder so, die klein bleiben? Die werden, ja, groß werden die nicht. Nicht viel. Ja. Bis. Ja, die Routen jetzt schon ein paar Mal kontrolliert. Das muss echt ein Glücksgriff gerade eben gewesen sein, wo mir die Route gebrochen ist und direkt ein Wittling draufgeballert ist. Ich weiß nicht warum, aber bisher haben wir noch keine richtigen Bisse verzeichnen können. Die Garnelen waren so abgenagt. Kann natürlich auch Kleinfisch und sowas gewesen sein oder Krebs, ich kann es nicht genau sagen. Aber sonst so, ja, Bisse haben wir noch nicht so richtig gehabt. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen sputen, weil es wird sehr, sehr früh dunkel. Boah, Biss. Ja, ja. Biss. Verrückt, oder? Ja. Immer am Reden, Biss. Jetzt aber nicht dran. Schade.
Das hat man eindeutig gesehen diesmal. Also sind da doch ein paar Fischis unterwegs. Du hast doch Krabben. Oh! Wie cool! Oh, ein Schirr. Oh, ein richtig guter. Ja, das ist ein guter Wittling. Das ist echt. Okay, Pfanne wieder an. Was für die Pfanne. Das heißt, ja, das kam ja gerade wieder passend. Ich wollte gerade das Catch and Cook anpriesen und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, dass es nicht beißt, dass wir noch nichts gesehen haben, beißt es auch noch wieder auf die abgebrochene Route, ne? Und man hat es deutlich gesehen, Maus. Ja, ich stand leider mit dem Rücken dahin. Hast du nicht gesehen? Nee, ne? Ich stand also man hat es deutlich gesehen, cool. Richtig gebibbert, ey. Geil. Also was ich jetzt schon mal sagen kann, wir haben ungefähr 20 Meter raus haben wir eine Vertiefung drin. Da kommt dann so eine, ja, so eine Schlammkante und darauf beißen die anscheinend. Weil ich werfe mit dieser Route nicht weit raus. Das sind so 30, 40 Meter, die ich damit werfe. Und dann rollt die in diese Schlammkante rein. Da habe ich jetzt schon das zweite Mal einen schönen Wittling gefangen. Und mit den Brandungsrouten hauen wir so zwischen 50 und 80 Meter ungefähr raus. Da ist bisher nichts passiert, außer so Kleinfisch. Ja, ich freue mich, Freunde. Mega, ich würde sagen, cool. Wir hauen jetzt gleich die Pfanne in Gang. Und dann gibt es erstmal Wittling und Barsch. Zehn hat der Junge. Ja, GoPro ist natürlich leider mit Makro nicht so gut ausgestattet. Da kann man nicht viel drauf erkennen, aber es ist ein wunderschöner Fisch. Richtig geil, Mann. Schöne Wittlinge hier aus der Nordsee beim Brandungsfischen. Machen wir nochmal Zappel hier bei den Ruten. Geh mal her. Gar nicht so einfach. Das hat ja schon mal wieder wunderbar geklappt. Jetzt machen wir mal ein anderes Vorfach drauf. Ein schönes Birnblei, was über den Boden rutscht und die Haken etwas höher, damit die auch über den Grund hängen. Weil Stint und Wittling, das sind Räuber, die werden nicht, die fressen auch vom Grund, aber lieber ist dem, wenn der Köder frei hängt. Dazu noch fluoreszierende Bäume dazu, hier diese Abstandshalter, die leuchten unter Wasser. Vielleicht bringt uns ja den einen oder anderen Fisch mehr, oder? Gar nicht so weit raus damit. Irgendwo dahin war das. Genau da ist so eine Schlammkante. Da geht es tief runter. Da haben sie bis jetzt immer gebissen. Und dann würde ich jetzt sagen, filetieren wir mal die Wittlinge. Du kannst schon mal Kochgeschirr gleich aufbauen. Für die Tiermesser muss man eben. Ich glaube, wir machen das wie bei den Forellen. Wir schneiden einfach die Filets an der Seite runter. Ja, geil. Hast du was? Und dann gibt es gleich schön Barsch und Wittling, wä? Die sehen richtig lecker aus, muss ich sagen. Das hier sieht lecker aus. Was hast du da? Ja, letzte Fisch, das brauchen wir. Ja, deswegen, es wird dunkel, könnte noch regnen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt anfangen zu kochen. Ich mache erstmal den Kleinen hier. Moin, Peter, Dank. So, fangen wir mal an hier. Einfach hier am Kiemendeckel runterschneiden. Aber so scharf ist er nicht geworden. Und dann an der Mittelgräte entlang das Filet abschneiden. Das geht doch. Filet Nummer 1, da haben wir gleich nochmal die Bauchgräten von ab. Mal ein bisschen schärfen hier. Aber ich bin mehr als zufrieden. Auf jeden Fall Fisch bekommen. Catch and Cook gibt es auch für euch, meine lieben Freunde. Und eine schöne Folge an der Nordsee mal wieder. Brandungsfischen. Im großen Gewässer. Nicht, dass wir wieder Ärger kriegen, weil wir so viel in kleinen Gewässern unterwegs sind, ne? Die sind lang. Dankeschön, schönen Tag. Jetzt den hier nochmal. Ja, jetzt schon ein bisschen schärfer wieder. Zack. Das finde ich schon besser geworden. Guck doch an.
Da ist nichts mehr über beim Fisch. Ach, der Fisch. Ja, heute müssen wir ohne abwaschen. Egal. Weil ich heute Apfelschorle. Ach so, das ist ja egal. Wieso, Apfelschorle ist auch gut. Was? Meinst du nicht? Warum denn nicht? Ach so, das ist ein Trink für heute. Ja, ich sehe ja nicht so, dass ich im Auto noch eine Flasche Wasser habe, aber... Ist egal, wir essen so. Ja. Das ist ja gewohnt. Guck mal, wie schön. Oh, die sehen recht lecker aus. Ich glaube, ich habe einen Wasch. Nee. Ja, das mal bei Seven West Wild sehen, das wär's, ne? Ja, das wär mal richtig schön. Ein paar Fische fangen, ein bisschen Rehe jagen, haben so einen schönen Bogen jetzt und einfach zu faul und zu wenig Energie, das kann doch nicht sein. Jungs, Mädels, da muss was kommen. Also, Grüße an Julia auf jeden Fall, weil die hat es ja wenigstens versucht. Kontinuierlich versucht als Nicht-Anglerin. Ja. Und ich sag ganz ehrlich, Julia, das sah gar nicht so schlecht aus. Und hat Vegetarier. Das auch noch, das ja. Auch fürs Team, ne, sozusagen. Hier sind unsere Filets. Dann wird es gleich gekocht. Sauberer Fisch ist immer so ein Ding der Auslegungssache, ne? Komm, wir würzen ihn auch mal ein bisschen mit Apfelschorle. Einfach drüber kippen wir mal an. Ja, das ist gut, Mann, das reicht. Tupf mal ein bisschen runter mit deiner Hand. Was, hä? Ein bisschen abziehen mit deiner Hand. Abziehen mit deiner Hand. Wieso? Genau, abwischen. Das ist gut, ne? Gott, das ist doch... Ach Gott, ne? Was sagst du dazu? Mein Gott, ey! Das stell das mal nicht so an, das schlabbern wir so weg, Mann. Osman-Gewürz, das richtet alles. Das ist richtig. So, legen wir uns das denn hin? Hast einen Teller. Tatarata. Zack, zack. Oh, die Filets sehen echt nicht schlecht aus, muss man sagen. Die Haut, die braten wir so mit, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Hast du das Mehl von letztem Mal noch mehr zufällig? Nee, wa? Doch. Geil, dann mehlen wir unsere Filets jetzt gleich noch. Das muss da drin sein. So. Stellen wir uns das hier eben kurz hin. Ja, wir haben schon wieder vergessen, ne? Es ist ja jetzt langsam Winter, es ist sehr kalt draußen. Der Barsch, die leckeren Barschfilets, die sind leider noch nicht fertig, aber ein Glück hat das Catch and Cook ja geklappt. Deswegen werden wir jetzt unsere frischen Wittlinge verspeisen, jeder zwei Filets. Vielleicht fangen wir zwischenzeitlich noch was. Die werden jetzt gleich erstmal in Mehl gewälzt. JJ nimmt jetzt gleich eben die Kamera in der Hand. Die Barsche tun wir zurück in die Truhe und dann verspeise ich die heute Abend bei mir zu Hause einfach privat. Denn wir haben noch so einen schönen Filetbatzen Barsche. Die werden wir dann in der nächsten Folge machen, wenn die Fische dann aufgetaucht sind. Ach, so typisch wir, ne? Was? Typisch wir wieder, ja. Ne? In der Kühlbox gelassen, so beim Kühlschrank. Tja, ist nicht mehr Sommer. Egal, Freunde, dafür haben wir die schönen Wittlingsfilets. Los geht's. Oh Mensch, diese Tüten immer, ne? Hä? Beide Seiten gehen nicht auf. Oh, da muss ich hier so eine Fake-Tüte, ey. Ich muss das leider aufreißen. Was ist das? Ja, manchmal schnappen die nicht richtig. Dann gehen die einfach nicht auf. Was ist das denn? Ah. So. Jetzt mal schön mehlen das Ganze. Zack. Zack, zack. Knuspriger Fisch. Ein knuspriger Fisch diesmal. Wurde ja auch oft gesagt, ne? Wir sollen mal mehlen, ne? Ja, haben wir schon mal gesagt? Ja, klar. Haben doch viele schon bei auch bei Spölle okay, und so. Dann machen wir das heute mal. Heute. Bisschen Öl rein. Gute Matola. Ich schon was rein. Ich mache die jetzt leer. Nächstes Mal gibt es was Neues, weil es muss ja frittiert werden. Wenn da nur ein bisschen drin ist, dann ist das schwierig. So. Ja. Ja, und den Gaskel mal in Gang. Hier, Freunde. Endlich mal wieder ein kleines Catch and Cook, ne? Ja. Oh, letztes Mal war dein Hecht, ne? Ja. Ist schon wieder ein bisschen her. Dann ist er. Oh, wie geht's los hier? Upsla. Vom Wiesenhof. Wie man. Oh. Zack. Da sind sie, unsere wunderschönen Filets von gerade aus. Gerade frisch aus dem Wasser, Freunde. Was Geileres gibt es einfach nicht beim Angeln. Ja, und hoffentlich, die Flut kommt ja jetzt. Sie ist fast da eigentlich. Das müsste eigentlich auch so sein, dass die Fische dann auch ein bisschen aktiver werden. Vielleicht bekommen wir sogar gleich noch was zu Gesicht. Aber jetzt fürs Erste bin ich erstmal sehr gespannt, wie diese frischen Wittlinge hier aus der Nordsee schmecken. Vorgesalzen sind sie definitiv. Aber wir hauen da gleich noch schön unser Osman-Gewürz drauf. Dann kommt noch ein bisschen was von den Rekas in Norwegen genannt, von den Garnelen rein, als Geschmacksträger. Boah, schmecki. Ich sag ab! Oh nein! Ich leg's schon mal, ist es schon heiß? Ohne Gewürz?
Das wird danach gewürzt. Wegen dem Mehl. Der trägt ja jetzt nicht wegen dem Mehl, genau. Mach's vorher gar nicht. Ne, das kommt jetzt rein und wird dann gewürzt. Ja, wenn ich keinen Fisch zubereiten kann, ne, dann ist ich vorbei. Ich muss ja mal dumm nachfragen, ne? Die Frage taucht sonst sowieso auf, ich kenne das. Das stimmt. Mehr Dampf. Ist doch windiger als man denkt, ne? Testen. Ja, muss noch. Ja, ist gut windig heute. Gar nicht. Kommt da jetzt noch genau mit lang, oder was? Ja. So ist unten still. Wir warten mal ein bisschen. Bis, Freunde. Aber ein geiles Video. Ich bin voll zufrieden. Ja. Du jetzt gleich noch einen Wittling, ich gleich noch einen Wittling und dann hauen wir ab. Ja. Oder irgendwas anderes, vielleicht ein paar Platten oder so. Wenn wir noch eine Platte fangen, ja, ich schwöre, ich hau dir direkt in eine Pfanne, ne? Ganz. Ganz? Ja. Ist das zu viel Wind? Kannst du mir die gelbe Dose mal geben? Da? Endlich mal wieder Bruns Kitchen, ne? Da kommt der Wind weg. Da hab ich jetzt nicht vermutet. Das hört sich schon besser an. Ich hoffe. Ist Bewegung drin? Es geht gleich los. Das ist schon verrückt, ne? Was sagt ihr zu den Filets? Das sieht noch super aus, oder was? Ja. Ich mach mal einen kleinen Test wieder, ob er schon brutzelt. Ja. Langsam. Da kommen schon die ersten Bläschen. Ja, oh, lecker, lecker. Ist doch noch ein bisschen schief. Ja. Oh, ich hasse das, ne? Schon besser. Es wird was. Komm schon, ich hab Hunger. Auf Hummer und Reker. Oh, da kommt was. Ja, ich sehe leichte. Ja, kannst jetzt nichts gegen machen. Ein Teller. Den noch da, so hinter dem Mehl, da kommt das, glaube ich, weg. Ja. Da so, würde ich jetzt sagen. Gucken mal. Ja, so. Genau. So. Das hört sich schon sehr warm an. Ja, schwierig, Freunde. So Outdoor-Kitchen, Bruns Kitchen, das ist nicht einfach eben so. Gerade hier an der Nordseeküste ist gut windig. Hätten wir uns jetzt kein Camp aufgebaut, wäre es schon echt wieder schwierig geworden. Nee, dann hätten wir es, glaube ich, gar nicht hingekriegt. Also richtig will er nicht in Gang kommen hier. Was hat er denn für Kummer? Oh, jetzt geht's langsam los. Ja. Oh ja, jetzt. Hui. Ja. Guck ihm an, Leute. Hui, schön. Gibt es denn was Schöneres? Nee. Hier. Danke, mein Engel. Oh, wie das schon duftet. Richtig fischig, ne? Ja, das riecht wirklich nach Fisch. Und diesmal wird die Haut mitgebraten, meine lieben Freunde. Die fressen wir diesmal so mit. Lecker Schmecker. Nussprägen. Oh, das sieht gut aus. Ja. Das riecht schon ohne Gewürz schon heftig. Stimmt. Mhm. Kurz ein bisschen anbraten lassen. Die Schnur ist echt locker. Die Seine ist gerade fest. Oh. Mal kurz ein bisschen anziehen. Geht das so? Ja. Da kann ich der nächste Fisch mit in der Pfanne. Nee? Oh,
lecker Schmecker, Leute. Wittling. Mal umdrehen. Muss ein bisschen angebraten sein. Das ist weich, ey. Das ist weich. Mhm. Was nun passiert? Ich weiß nicht. Kocher ist irgendwie nicht mehr richtig da drauf. Ich weiß nicht, ich weiß. So. Das ist schreien. Boah, der wird weich. Zack. Oh, sieht so gut aus. Ja, ne? Ja, richtig gut. Ja, mal richtig durchbraten hier, das ist schon knusprig hier. Das Osman-Gewürz, ne? Das ist so heftig, Alter. Es gibt nichts Besseres für Fisch, Leute. Das sieht so gut aus. Und hier Liebe da drauf gestreut, ne? Also, ja, natürlich. Wenn der jetzt nicht schmeckt, ne, dann weiß ich auch nicht. Der wird schmecken, Obi. Kann sein, dass da minimal ein bisschen Gräten mit drin ist, aber eigentlich ist der Fisch so klein, dass man die so mit essen kann. Ach ja, wir wollten ja noch mal ein bisschen extra Würzung. Mhm. Es gibt noch ein bisschen Fischgeschmack. Ach, schöne Fischpfanne, ne, Freunde? Boah, das riecht. Ja, ah. Wenn ihr das riechen könntet, Leute. Stark. Ah, Leute. Guck mal. Was ein wunderschöner Tag jetzt, ne? Mhm. Ja, bin ich auch. Fing so durchzogen wieder an, aber ich muss auch mein Ding machen. Weißt du, damit es richtig geil wird, muss ich mein Ding machen. Das haben wir getan. Wir haben Fische gefangen aus der Nordsee. Wir haben Bruns Kitchen wieder gestartet. Die Rekas sind hier in der Pfanne. Die Wittlinge brutzeln da gerade vor sich her. Schön in Mehl paniert. Gutes Ostmann-Gewürz. Sehr leckeres Essen. Also besser geht's nicht, Freunde. Fische haben wir auch gefangen. Was wollen wir mehr, ne? Also wir können schon ganz zufrieden sein, Alter. Ja, definitiv. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei der Verkostung. Jetzt sagt ehrlich, Freunde, Reka Wittlingspfanne, die sieht crazy aus. Boah, jetzt gibt's gleich Essen. JJ und ich waren gerade am Diskutieren, wie das wohl... Boah, wir haben die ganze Zeit auf einfach gefilmt. Ernsthaft jetzt schon wieder? Das wird nur ein HD-Video, aber es ist halt manchmal so, ist nicht so schlimm. Hinter uns stehen überall Leute und wir haben uns gerade gefragt, wie das wohl für die ist. Weil sie die ganze Zeit am Rumlaufen, voll in der Eiseskälte, der Wind pfeift ihnen um die Ohren, wir sitzen hier unterm Schirm, windstill. Und dann riechen wir diesen wunderschönen gebratenen Fisch, der frisch aus der Nordsee kommt, mit Osman-Gewürz. Das muss hart sein. Das muss wirklich hart sein. Ich würde sagen, das Essen ist angerichtet. Voll fest. Ja, ja, gute Idee. Boah, schön knusprig geworden. Oh, der sieht richtig gut aus. Drehen wir mal um. Oh, noch besser. Besser wie ein Chicken Wing, ne? Ja. Junge, wie Backfisch, ne? Ja, richtig heftig. Die Rekas-Tüte auch mit drauf, ne? Ja, würde ich sagen. Würde ich auch wohl probieren. Der ist noch ein bisschen weicher als alle anderen, der ist perfekt. Oh, die sehen alle gut aus. Ja. Ich weiß nicht, welche am besten ist. Oh, die Rekas sind ein bisschen hier angekrustet. Wie klein die geworden sind. Ja, aber wirklich, ey. Die kommen mit drauf, ne? Ja, auf jeden Fall. So, hört mal hier. Hallo. Geil, Leute. Lecker, lecker. Her mit den Rekas. Ja, das hat's noch. Da sieht man diesen leckeren Fisch und muss sich mit so Fummelarbeit vergnügen. Ja, aber ich glaube, die schmecken jetzt auch richtig geil, das Mann. Ostmann-Gewürz, bisschen Mehl ist jetzt mit dran, knusprig sind sie jetzt. Ja. Also ich denke, die werden auch richtig geil, Mausi. Der sieht gut aus, ja. Ja, das ist deiner. Okay, so. Dann mach ich das Ding aus. Alles ein. Stein. Rechts zu, ja. In Germany. Boah. Zeig mal, wie du jetzt guckst hier. Oh, vor der Vorfreude. Oh, ja, ja. Schnubbi. Wie das war nicht dein Stück. Mit Haut, ne? Ja, egal. Kann man noch mitessen, oder? Was für eine Gabel, Junge. Hör doch auf, Alter. Gönn dir. Und zeig mal den Mackie. Auf was? Ist gut? Ja. Boah, da läuft mir echt das Wasser im Mund zusammen. Reka? Voll am Speicheln hier so. Ist gut oder geht? Und sie ist nicht so ganz. Ist gut, doch, ist gut, aber fehlt ein bisschen Gewürz, finde ich. Erst noch mal ein Stück Fisch.
bisschen Gewürz fehlt. Ja, wir waren uns da gerade nicht so sicher, ne? Nee, das weiß man nie genau. So ein bisschen kann ruhig noch drauf hier. Mhm. Riecht so gut. Oh, so. Das ist ein Stück von hier. Ein bisschen weicher. Guck mir mal an hier. Also der Fisch ist richtig gut, Mann. Ja? Ja. Da kann man nicht meckern. Boah, das sieht lecker aus, ey. Wittling. Eigentlich das, was die Leute immer als Köderfisch oder wieder reinschmeißen. Da haben sie sich das Ding so weg, du. Mm. Oh. Ist komisch, aber irgendwie lecker, ne? Der ist voll perfekt. Innen richtig saftig und außen crunchy. Ja. Mm. Mmh. Lecker. Mmh. Mmh. Probier mal einen Reker. Mhm. Reken kannst du mal erst nehmen. Passiert nichts. Cool, die sind voll hart jetzt. Ja. Oh, das ist geil. Das ist cool. Mmh. Boah, war's. Voll crunchy. Mhm. Coole Sachen. Hm. Lecker, Messer. Boah. Hau ihn rein. Mhm. Hau ihn rein. Ja, das kann man auf jeden Fall gut machen, Freunde. Mhm. Mit einem Reker zusammen. Oh Gott, ey. Das ist cool, oder? Das ist richtig lecker. So, wir mampfen ihn aus. Auf und dann hier. Müssen wir, glaube ich, langsam mal die Routen noch mal kontrollieren. Vielleicht noch mal neu ausbringen auf andere Stellen, dass wir hier noch einen Fisch zu Gesicht bekommen, wa? Ist es bald weg? Ja, mal. Lass dir schmecken. Guten Hunger, Bismillah. Danke. Geil, Leute, geil. Hat sich gelohnt. Da kann man mal sagen, sauberer Teller, ja. Jeden einen Fussel hier. Und er stoppt, zieht das aber noch rein. Bis. Ja, gegessen haben wir. Jetzt gerade eine Fähre vorbeigezogen, da hinten die Borkum-Fähre. Und die wirbelt das Wasser immer so ein bisschen auf. Da haben wir starken Wellengang und die Köder werden in Bewegung versetzt. Wir warten jetzt noch eben ganz kurz und dann werden alle Routen noch mal eben kontrolliert. Vielleicht hängt da irgendwo was dran. So Mausi, was denkst du? Wird irgendwo ein Fisch dran hängen? Also die da hinten, die ist ziemlich am Wippen und diese ist gerade so zurückgeschwappt einmal. Meine ist ganz stramm, da wird nichts sein, weil die ist zu. Wir testen es. Gleich zwei Plattfische, Dublette. Boah, weißt das wäre geil, ja. Der letzte Fisch im Köln, ey. Komm, wir kontrollieren. Oh nein. Fühlt sich sehr schwer an. Boah, ist aber nichts. Da ist nichts. Ne. Schwer zu sagen. Ah, gleich neue Köder drauf. Route Nummer 1 war schon mal nichts, die geht wieder rein. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Mausi ist dran. Okay. Hol einen raus da, ne? Ja. Warte. Zurück. Okay. Route Nummer 2. Sieht nicht so aus, ne? Ja, weil der Schlamm, die Schlammvertiefung ist da unten. Ja, aber damit wird es zu leicht an, dass es Fisch rein könnte. Schade. Auch nix. Jetzt haben wir ja die Köder. Da muss aber irgendwas gewesen sein. Da ist abgefetzt. Da war was, Maus. Hier auch. Machst du die Route wieder fertig, nimm die nächste. Komm schon, Mausi! Ich glaube nicht. Nee. Dann hauen wir die letzte Route gleich mal ein bisschen rüber, nehmen die andere. Vielleicht sind sie auch weiter im Hafen drin, keine Ahnung.
mal gucken, aber es fühlt sich nicht so an, als wenn hier was dran wäre. Nee. Aber wir mal so ab. Gefetzt wurde. Lass ich mal ein bisschen kleineren Köder. Ist ja einfacher reinzukriegen dann. Bisschen Dreck ist drauf, das war's. Ich mach mal jetzt nicht so einen weiten Auswurf. Ja, hier war auf jeden Fall irgendwas bei hier unten. Richtig Drupp hier. So, die kann wieder rein. Nicht so ein 100 Meter Wurf, sondern mehr so 50 oder was. So, das reicht. Ey, da war ein Fisch an der Oberfläche. Sind weggesprungen. Ja. Ganz deutlich gesehen. Vielleicht müssen wir mal mit Blinker, mit Spinner hergehen. Hätte ich auch Bock drauf, ja, definitiv. Ist wieder drinne. Letzte Route, die stelle ich jetzt gleich rüber zur anderen, gucken wir da mal. Es lag auch in der Kante drin, ist nichts dran. Mausi ist wieder bereit da. Solange es noch nicht dunkel ist, können wir auf jeden Fall noch fischen. Jo. Nee, leider nicht. Das ist sich hier immer vertüdelt, du. Das sind noch gut, die Würmer. Lass mich mal noch ein bisschen weiter drin rumdümpeln. War wohl nichts mit Doublette da oben. Aber die Flut ist jetzt bald da. Ja, was heißt bald da? Dauert noch ein bisschen. Wir gucken einfach mal, wie sich das verhält. Die hauen wir jetzt hier auch hier neben. Lassen den Buttlöffel ein bisschen arbeiten. Finger werden kalt, ich sag euch das. Da irgendwo hin. Gucken, irgendwo müssen sie ja stehen. Wir haben ja schon ein paar gekriegt. Ich würde den gerne ein bisschen. Ja, so ist okay. So, ist wieder stramm. Ich dachte gerade ein Biss. Mausi hat definitiv gerade einen Biss gehabt. Also ist wahrscheinlich doch eher zur Kante ein bisschen. Ja, ich habe auch nicht weit, so 40 Meter ungefähr. Das sah so aus, ja. Kontrollieren müssen wir eh. Hat sie jetzt nichts mehr getan. Achtung. Das ist die Route mit dem Blöden. Ja. Man kann ja sein, dass er auch hängt. Auf jeden Fall schwer. Aber man kann das nicht richtig. Nein? Ja. Schöner Hai, das wäre ja doch was. Ja, nee, ist leider weg. Aber Biss war es, glaube ich. Das sah auf jeden Fall so aus. Ja, oben ist auch wieder abgefetzt, oder nicht? Da war ein ganz neuer Taugum dran, ey. Das kann ich dir sagen. Oder? Ja. Ja? Ja, den habe ich nicht so aufgezogen. Ja, okay. Dann war das der Biss. Boah, nee, unten. Unten, ja. Unten ist weg. Unten habe ich auf die Garnelen noch einen Taugum gemacht. Ja, das habe ich auch bei mir. Krank. Der Kombinationsköder und das obere Stück weg. Hat leider nicht richtig gehakt. Schade. Aber Fisch war da. Ja, das ist immer das Ding, ne? Man weiß auch nicht, wo die Fische stehen, ne? Vielleicht sind die auch im Schwarm hier unterwegs, beißen mal hier, sind dann wieder woanders. Na gut. Weiter.
Das alles nur mit Tauwürmern. Ja, verrückt, ne? Ja, so wäre ich auch ungefähr. Da wäre auch mal interessant, ne? Was denn? Da hinten auf dem Deich. Ja, das stimmt. Ja, mal gucken, was wir in den nächsten Videos noch so anstellen. Kommt man da hin? Ja, da kann man hin. Kann man auch mit Auto hin. Richtig heftigen Biss gehabt. Ja, sie hat gerade einmal gemacht, aber jetzt ist sie richtig. Richtig heftig. Aber ist nicht hängen geblieben anscheinend. Wo habe ich die hingeworfen? Ja, ich sag ja, mit der Flut werden die aktiver, auf jeden Fall. Es waren jetzt auch mehrere Bisse schon bei dir, bei mir. Der war richtig heftig deutlich jetzt. Wieso gucke ich da nie hin, ey? Weiß ich nicht. Aber ist weg, ne? Heftiger Biss, Alter. Nein. Warten bis, Alter. Schade, muss kontrollieren. Fisch. Jawohl. Hey. Da hängt wieder einer. Ich wollte doch gerade sagen, irgendwas war da komisch, Alter. Ich dachte, das wäre ein Biss und es war ein Biss. Magst du mal nehmen? Oh, aua. 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 Ja, ist jetzt keine Speisegröße, aber auch wieder ein wunderschöner Wittling. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht heute. So langsam kommt die Dämmerung rein. Wir bleiben noch ein bisschen hier, falls noch was beißt. Aber ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare und guckt euch diese wunderschönen Fische hier aus der Nordsee an. Der gute Daumen auf jeden Fall zurück. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder beißt. Bis dahin und tschüss. Du hast recht, ich mach Money wie Pablo. Buche das Hotel, 5 Sterne, Trivago. Ich will eine Witcher, Baby, und keine Casio. Ich komme von unten, doch ich bin jetzt ein Star, Bro. Du hast recht, ich mach Money wie Pablo. Buche das Hotel, 5 Sterne, Trivago. Ich will eine Witcher, Baby, und keine Casio. Ich komme von unten, doch ich bin jetzt ein Star, Bro. All eyes on me wie bei Tupac. Auf einmal nehme ich alle Bruder. Bleibe bei den Alten, ihr seid Loser. 100.000 Cash und das alles ohne True Love. Ich hab 100 Ketten von Cartier. Doch was bringt das, wenn ich ganz alleine bin und ich nicht sehe? Ich ging Jahre meinen Weg, doch hab einfach keinen Plan, warum du mir wieder fehlst, ja. Du hast recht, ich mach Money wie Pablo. Buche das Hotel, 5 Sterne, Trivago. Ich will eine Witcher, Baby, und keine Casio. Ich komme von unten, doch ich bin jetzt ein Star, Bro. Du hast recht, ich mach Money wie Pablo. Buche das Hotel, 5 Sterne, Trivago. Ich will eine Witcher, Baby, und keine Casio. Ich komme von unten, doch ich bin jetzt ein Star, Bro. So viel Goodie in die Pipe, ich bin wieder mal allein, bis ich mich nicht verliere. Ich ertrag das nur noch heiß, so viel Bilder von uns zwei, und jetzt bist du nicht mehr hier. Und ich frag mich, was du machst grad. Liegst du auch schon wieder wach? Und ich schrei die ganze Nacht lang. Ich bin besoffen, sag zumindest mein Nachbar. Du hast recht, ich mach Money wie Pablo. Buche das Hotel, 5 Sterne, Trivago. Ich will eine Witcher, Baby, und keine Casio. Ich komme von unten, doch ich bin jetzt ein Star, Bro. Du hast recht, ich mach Money wie Pablo. Buche das Hotel, 5 Sterne, Trivago. Ich will eine Witcher, Baby, und keine Casio. Ich komme von unten, doch ich bin jetzt ein Star, Bro. Du hast recht, ich mach Money wie Pablo. Buche das Hotel, 5 Sterne, Trivago. Ich will eine Witcher, Baby, und keine Casio. Ich komme von unten, doch ich bin jetzt ein Star, Bro. Du hast recht, ich mach Money wie Pablo. Buche das Hotel, 5 Sterne, Trivago. Ich will eine Witcher, Baby, und keine Casio. Ich komme von unten, doch ich bin jetzt ein Star, Bro.